So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge Fallout 76. Blick hat gerade diese Mauer vorher schon auch hier genommen. Anscheinend. Ja, und wir haben hier in der letzten Folge ja die Atomrakete abgefeuert. Das ist wahrscheinlich das Potenzial nicht großartig genutzt, aber trotzdem mal die Erfahrung gemacht. Es ist also gar nicht so aufwendig, diese das so einzuholen mit den Codes. Und ja, also schon, man muss ein bisschen was tun, aber an sich ist am Ende des Tages kriegt man das an einem Tag auch schon gut hin. Und Lorena hat eingeschaltet. Guten Abend, Lorena. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt haben wir hier unseren Chemikalienanzug, aber ich würde gerne... was haben wir jetzt? Wir haben so viel Zeug noch mit. Und vieles ist kaputt. Können wir sowieso also dann gar nicht anlegen. Irgendwas mit Aristokraten des Roboters. Da, regenerierend. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir das machen. So, auf jeden Fall. Achso, wir brauchen noch andere Kleidung. Okay. Tesla-Gewehr haben wir noch bekommen. Das soll ja auch ganz gut sein. Schießzellen. Ich würde das erstmal alles ein bisschen weglegen. Mal hier noch was zum Zerlegen. Die Rüstung. Das ist ja alles kaputt so ein bisschen, ne? Ich weiß auch nicht. Haben wir denn was zum Reparieren groß da? Ballistische Fasern fehlen aber bestimmt wieder, oder? Wenn ich jetzt sage, ich will es reparieren, ja. Wieder die üblichen Probleme. Ja, zerlege ich es? Was mache ich denn jetzt damit? Erstmal muss ich mein Zeug loswerden. Ich sollte spazieren gehen. Du weißt schon, in der Natur soll es für Inspiration sprudeln. Jetzt ist wieder, wollte gerade sagen, jetzt sind wieder keine Schatten, aber an sich passt es vielleicht doch. Aber trotzdem, es wirkt hier noch ein bisschen komisch mit den Lichtern da. Wie ist es so? Ein bisschen seltsam. So, okay. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Also, ich pack weg. Spielplatz haben wir ja auch wieder nicht. Das Tesla-Gewehr. Der Rest nehmen wir wieder mit. Würde ich sagen. Können auch ein anderes Gewehr herstellen, das müssen wir gleich nochmal gucken. Die Power-Rüstung nehmen wir rein. Oh, und jetzt kommt hier die Frage, was haben wir hier? Linkes Bein. Das ist auch linkes Bein? Wenn sein Name passt hier wieder nicht hin, das ist auch linkes Bein. Das könnte ich sogar anziehen. Was haben wir hier? Das ist rechtes Bein. Das ist auch linkes Bein. Sehen, die ist nochmal besser hier, die Speerrüstung links. Statt der Kampfrüstung. Die ist jetzt auch schwer.
trotzdem aber mehr. Oder was über sich? 2020, 2520. Die Speerrüstung anziehen. Was haben wir fürs rechte Bein? Das wäre ja das rechte Bein. Da haben wir quasi gerade nichts. Könnten wir aber auch was herstellen zur Not. Mit anderen Worten. Wir haben hier die Speerrüstung, linkes Bein. Dann wird es besser. Das ist auch linkes Bein. Deutlich mehr Energie. Schutz. Das ist linker Arm. Was haben wir jetzt mit rechten Arm? Rechten Arm haben wir halt gar nichts an. Die beiden sind halt kaputt. Das wäre auch nochmal links. Ah, das ist schon bitter. Also das, die schwere Kampfrüstung kann ich schon mal zerlegen. Würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Linkes Bein wäre besser und die beiden sind sowieso kaputt. Aber die könnte man vielleicht sogar modifizieren, ich weiß es nicht. Dass sie mir taugt. So, wenn ich die jetzt modifiziere, was können wir dann machen? Nix. Dafür brauche ich mehr legendäre Module. Die kann ich ja eintauschen. In diese Scheine. Das müsste ich vielleicht mal alles machen. Ja, es kann ja nicht sein. Alles, was ich... Dass mir ständig ballistische Fasern fehlen. Und ich dann meine Rüstung wegschmeißen muss. Das kann doch jetzt auch nicht wahr sein. Und hier muss ich auch nochmal eine. Also die hier packen wir doch mal. Da rein. Jetzt nicht die feine Art ist, aber braucht er hier die Sachen auch mal. Ich kann ich das Teil auch hier oben hinstellen. Ich will unbedingt mal eine Bandbreite. Oh, hier können wir auch Strom anschließen. Ach so, haben wir schon gemacht, ne? Oder? Ja. Wenn den hier wahrscheinlich auch verschieben, ne? Ne, jetzt geht's mit dem Kabel nicht. Kabel ist falsch. Na gut. Okay. Den
Bis Söldner aus wird, das können wir zur Not noch die Sachen zerlegen. Aber einen Chemikalienanzug haben wir ja eigentlich schon, ne? Ja, zerlegen wir den auch noch. Keine Ahnung, wie viel mir das bringt. Der kann zerlegt werden. Und jetzt hier tatsächlich Sachen, ein bisschen Stoff und sowas. Ich bin mit der Rüstung unschlüssig. Unschlüssig. Das wäre vielleicht besser. So. Das hier ist einfach, da fehlt uns jetzt sogar ein Rüstungsteil. Also brauche ich einfach mal jetzt Schrauben. Und die Sachen halt. So. Es fehlt uns natürlich wieder alles Mögliche an Essen. Obwohl, das können wir ja ruhig mal zu uns nehmen. Wasser auch. Das Fleisch legen wir alles ab. Zuckerbomben können wir essen, Trauben auch. Hier habe ich mal irgendwas mit Salz und Pfeffer zubereitet, wäre ja auch mal eine Idee. Maissuppe haben wir hier noch, so schlecht wird. Minkan gibt uns auch Essen. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Pemmikan. Ja, und dann gucken wir noch mal kurz, genau, wo ich wieder vergesse. Nehmen wir eine kostenlose Lunchbox. Und dann wollen wir noch mal bei den Challenges gucken. Ballistische Waffe modifizieren, pflanze etwas an. Die Gegner, Grubenhauer, Korb oder Schrott. Um hier zu bekommen. Hm. Nehmen wir vielleicht mal eine Runde schlafen. Lorena, wie ist bei dir die Lage? Wie geht's dir? Hätte ich das vorhin schon gefragt? Hab ich gedacht. Vorhin hatte ich ein bisschen Vorlautradio angemacht. Zwar auch ein paar Leute sich reingeklickt, aber wer das... Du spürst eine verwandte Seele? Was ist denn das? Effekte. 3 Stunden plus 5 EP. Keine Ahnung. Generell erhalten doppelt so viele Erfahrungspunkte. Hm. Hier geht's gut, das ist schön. Ja, mir geht's auch gut. War jetzt, das fand ich jetzt gerade so viel los immer. War es auch gut, alles entspannt. Sorry, ich habe ich nicht gehört. Ne, ist gut. Vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Vielleicht wollte ich es nur sagen. Hatte es nur im Kopf manchmal. Habe ich im Kopf und denke, ich will irgendwas sagen. Und dann sage ich es doch nicht. Erstmal sollen wir sprechen. Für jegliche Quest. Ja, aber eigentlich. Das Radio war richtig gut. Hat dir gefallen. Schön. Dann kann ich das vielleicht aber nochmal machen. Ballistische Waffe modifizieren. Da könnten wir ja zumindest kurz reingucken. Aber auch dafür Schrauben, ballistische Fasern.
nicht, ob er da was parat hat oder ob wir zu weit springen müssen. Ich stehe zu Diensten, Sir. Bauplan, Gehstock, Lagerhaus-Set, Metall-Set, Scheun-Set. Das heißt ein Lagerhaus-Set. Ruhig jetzt einfach mal. Große Menge ballistische Faser. Ja, 10 Stück vielleicht nicht, ne? Aber so 2 können wir ja mal machen. Und Schrauben brauchen wir noch, oder? Eine Kochplatte hat eine Schraube, aber ich. Kann ich Ihnen behilflich sein? So, mal gucken. Wir müssen es aber nochmal reparieren, was ja ganz gut wäre. Und wir hätten ja, zur Not haben wir ja auch noch ein Ressourcenpaket hier, ne? Lose Federung. Da, lose Schrauben. Die nehmen wir noch mit. Schaltkreise. Utrazit. Vortex. Kleber, Blei. Ist nur noch mehr drin, ne? Das wiegt doch viel. Kleber, ja, den nehmen wir mit, warum auch immer der hier so viel. Dann haben wir Blechdosen. Unbearbeitetes Leder. Was kriegt man Leder? Keine Ahnung. Dann leg's jetzt einfach mal. Kann ich jetzt was reparieren? Das sind rechten Sachen auf jeden Fall, würde ich reparieren wollen. Rechter Arm. Und rechtes Bein. So, oder? Noch, nee, wir haben, wir tragen irgendwas am rechten Bein auch gerade. Am rechten Bein tragen wir irgendwas gerade. Wir haben jetzt 5 Sachen. Da. Und hier ist eine Mod drauf. Gelb plus 5. Energie- und Schadensresistenz. Also macht das wahrscheinlich mehr als das hier, oder? Ja, ich mach die. Die können weg. Vielleicht nur die abgedunkelten bis linke Bein machen. Fürs linke haben wir jetzt eine Speerrüstung. Die wir noch angezogen haben. Aber rechts haben wir auch Roboter, dann haben wir 2 mal Roboter, das passt ja eigentlich. Das heißt, die linke reparieren wir, die kochte Schwere machen wir weg. Oder? So, nochmal. Modifizieren und anpassen. Ich modifiziere jetzt, ich repariere die. Geht nicht, weil Schrauben fehlen. Mhm. Probieren wir die halt bei nächstbester Gelegenheit, keine Ahnung. Und wir wollen dann verwerten.
Rüstung. Nicht die, aber die können wir dann verwerten. So. Den Rest des Schrotts können wir hier ablegen. So, und hier gucken, was wir neu haben. Bauplan Lagerhaus-Set. Schräge Wände. So, jetzt ist das schon mal gut. Ob es heute immer noch so ist, dass hier so viel, ja, viele kleine, mit einem kleinen Level, die hier rauskommen, und ganz viele, ja, Spiele neu ausprobieren. Sehr witzig. Trotzdem, hier passt nur das höchste Level auf dem Server, wa? Nee, hier ist noch eine mit höherem, 127. Die Roboterrüstung, naja. Müssen wir irgendwann nochmal anpassen, ist alles. Okay, wir wollen aber heute, bevor ich hier nur die ganze Zeit im Lager bin, noch reparieren, der Rest passt. Das muss kam auch noch dabei. Warte mal, eine Sache würde mich doch noch interessieren. Jetzt haben die ja das mit der Atomrakete gemacht. Das würde doch eigentlich auch heißen, bei den Challenges. Das mit dem Hacken, Kryptoanalyse. Bestehe eine Prüfung an einem, Prüfungsterminal die theoretische Prüfung Kryptoanalyse. Prüfungsterminal, wo ist das nun? Sehe ich das hier irgendwie neben Quest? Hauptquest gibt es ja nichts mehr, haben wir alles abgeschlossen. Bad Challenges, ja okay, gucken wir gleich. Mit der Prüfung, das gucken wir danach. Dann gucken wir jetzt erstmal die Säuberung, das hatte ich jetzt hier erstmal abgeschrieben. Jemand in Atlantic City braucht offenbar Hilfe bei einem Säuberungsjob, um auf das Angebot zu antworten, sollte ich mit Software das Sam an der Promenade treffen. So, und dann gucken wir da mal hin zu Atlantic City, zur Promenade. Zum Bezirk reisen. Ich glaube, ich sehe mir am Pier später eine Show an. Rein, okay. Oh, okay. Passiert. Die Quest verfolgen wir wieder, ja. Ist ein Fleischgericht, verkrüppelt Todeskrankkopf. In Todeskrankkopf. Challenges. Ich muss heim, bevor es dunkel wird. Hier sind mir zu viele. Ich gerne nochmal rerollen. Töte eine Kreatur, während du mutiert bist. Ich brauche ein fettes Sandwich. So, Southwater Sam. Hier sind mir zu viele böse jetzt Leute. Jetzt ist Zeit gewartet und geht jetzt erst los.
Vermisse ich nicht. Hab zu viele Manöver gesehen, die schiefgegangen sind. Was geht ab? Diese Statuen, ne? Die sind alle auch ein bisschen noch erstaunlich und seltsam. Und immer mal wieder auf. Ich habe das Gefühl, dass sie doch irgendwie auch eine gewisse Bedeutung haben. Was soll's, wenn ich meinen Text nicht kann? Überraschungen sind klasse. Wo ist das Funkeln in deinen Augen? Gehen wir hier lang, darüber. Nichts bleibt zurück, nicht ein Funken Reue. Schrauben brauchen wir. Den Schrauben im Angebot. Willkommen bei Saltwater Sam. Willkommen bei Saltwater Sam. Ich bin Sam. Wie kann ich dir helfen? Ich komme wegen deines Stellenangebots. Wirklich? Wie wunderbar. Einfach wunderbar. Warum erzählst du mir nicht etwas über dich? Ich bin nur Bordbewohner. Sauber machen ist meine Leidenschaft. Voll und ganz. Unglaublich, wie perfekt der Job für mich ist. Es liegt so eine Erfüllung darin, die Spuren eines Vorfalls zu beseitigen, sodass absolut nichts davon zurückbleibt. Richtig, der Job. Würdest du mir bitte zum Ort des Vorfalls folgen? Vorfall? Was für ein Vorfall? Während der Generalprobe gab es einen unglücklichen Vorfall. Nichts Ungewöhnliches. Waren wir das? War das unsere Quest? Ich glaube nicht, oder? Könnte sein. Okay. Es ist ganz in der Nähe. Letzte Nacht bin ich fast gestorben. Das war aufregend! Warte mal, ich frage mich, ob das jetzt durch unsere Quest eine Folgequest irgendwie ist. Was von Barbares? Eliten haben's gut. Das würde ich nicht für etwas. Hier rein. Direkt an der Promenade befindet sich der Pier der Entertainer. Anweisung von Sam. Sam, was hast du uns denn zu sagen? Was sollen wir hier selber machen? Es gibt diverse Schlamassel zu beseitigen. Hast du irgendeine Vorliebe? Ich hab's nicht so mit Aufräumen. Eher mit Kronkorken. Aufräumen ist gut, Dinge aufheben, sie ordnen. Gib mir die größte Sauerei, die du hast, die schmutzigste. Du verstehst, wie köstlich die Früchte der Arbeit schmecken können, wenn ein scheinbar unlösbares Problem aus der Welt geschafft wurde. Wir sollen die Überreste einer Produktion beseitigen, die es nicht bis zur Premiere geschafft hat. Durch eine Tragödie kam es zu dieser Unordnung. Sammle den Müll auf und wisch das Blut weg. Die Requisiten sollten zurück hinter die Bühne. Falls du irgendwelche Habseligkeiten findest, solltest du sie entfernen. Die Vergangenheit bleibt am besten vergangen. Was ist hier passiert? Das Ensemble bekam es mit der Angst zu tun. Es kam zu gegenseitigen Beschuldigungen. Am Ende gab es dann einen großen Knall. Es ist verblüffend, wie ein harmloser Gag manchmal katastrophale Folgen haben kann. Mache mich ans Aufräumen. Ich bleibe in der Nähe. Sag Bescheid, falls du Hilfe brauchst oder über irgendetwas reden willst. Gib den Müll auf. Zack, gesäubert.
will vor allen Dingen diese Meldung hier wegkriegen. War denn da der Trick? Seasons. Da, 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 da. 30 brauchen wir noch. Immer noch da. Ich glaube, es ging irgendwann weg einfach. Zeit, Gründlichkeit verschafft, Decke auf, was während der Produktion passiert ist, okay. Ich denke, es ist dann doch nochmal eine andere Sache gewesen, die passiert ist. Ich muss ruhig mal ein bisschen mehr noch hier oben gucken, was Besonderes ist. Die Waffe können wir vielleicht wegstecken. Hier ist nichts so. Ist ja nicht so gefährlich. Ein bisschen nach links. Eine Gamma-Kanone. Hat, glaube ich, jetzt verbotenes Wissen hergeholt. Na, ich nehme sie mal mit, die Gamma-Kanone. Aber guck mal, das ist dieses ewige. Naja, das ist schon wieder so ein Bug, wo ich mir denke, meine Güte. Der Fallout 4 hatte doch nicht so viele Bugs. Ich hoffe, jetzt machen sie ein bisschen mehr noch aus dem Spiel. Jetzt, die Spielerzahlen haben ja sich vervielfacht. Auch bei Fallout 76. Wische das Blut auf der. Waffenrequisite. Hoffentlich können wir die Zeit nutzen. Sie geht immer zu schnell vorbei. Method Act Pflicht. Liebe Ensemble-Mitglieder, für eure Anstrengungen in den ersten Probewochen muss ich euch von Herzen danken. Nachdem ich von eurer farblosen Darbietung so langweilt war, dass mir schon die Tränen kamen, habe ich jetzt erkannt, wie wenig Talent ich arbeiten muss. Ohne euer infantiles Gestikulieren, eure hölzernen Imitationen von Gefühlen und die meisterhafte Fähigkeit, die Positionierung auf der Bühne misszuverstehen, hätte ich niemals akzeptiert, was getan werden muss, um diese Produktion auf einen gewissen Standard zu bringen. Um euren selbstversessenen oder vergessenen Egos eine gewisse Ähnlichkeit mit den beschriebenen Figuren abzuverlangen, werdet ihr von nun an bis zum Ende der Produktion das Method des Method Acting üben. Kann der mal kurz ruhig sein? Vergesst, wer ihr bis dahin wart. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es diese Persönlichkeiten sowieso nicht wert waren, dass sie irgendjemand gekannt hätte. Ihr seid Stella, die hinreißende Burlesque-Tänzerin. Ihr seid Stratton, der nüchterne Geschäftsmann. Brutus, du warst schon nah dran. Vergiss einfach nicht, jeden halbwegs intelligenten Gedanken, der durch dein winziges Gehirn kuscht, das Blut zu vermehren und ihn durch die sein. Reizende Stelle allem, zu ersetzen. Sie ist das Einzige, was für dich von Belang ist, und du hast nicht den. Durch reizende Stelle? Achso, Stella vielleicht? Du hast nicht den plastischen Schimmer, wie du es zeigen sollst. Ich freue mich schon danach, dieses Dreiecksverhältnis morgen in Aktion zu erleben. Wenn ich auch nur eine Spur von diesen farblosen Schauspielern sehe, die ich fälschlicherweise engagiert habe, kommt die Peitsche raus. Lieben Grüßen, euer Regisseur. Okay. Haben wir jetzt gelesen? Ich möchte dir, wenn auch schwer bei der Schrift. So vieles zeigen. Aber fürs Erste halten wir es simpel. Angeblich soll ich es wohl manchmal. Hier haben wir noch was zu hören. Du bist neu hier. Ich kenne meine Stammgäste. Mochtest du die Show? Sorry, der Platz ist vergeben. Aber niemand scheint ihn zu wollen. Echt schade. Wer auch immer dich versetzt hat, macht einen Riesenfehler.
Wer würde sich so eine Chance entgehen lassen? Wenn die Fusion nicht besiegelt wird... Ach, du verstehst das nicht. Vergiss die Fusion, Baby. Vergiss das alles. Du bist jetzt hier bei mir. Oder etwa nicht? Nein, ich darf mich jetzt von sowas nicht ablenken lassen. Security! Diese Tänzerin! Sie... Halt! Moment, ich... Ich werde hier belästigt! Hey! Nicht sie! Hey, Brutus! Ganz ruhig! Sei nicht so grob zu ihm! Brutus! Oh, was für ein Honk! Es wurde gerade interessant. Es ist, als wären wir zwei Teile... Und... Licht! Da bist du ja, du dummes Riesenrindvieh! Wie konntest du mir das antun? Wie? Sag mir das! Wenn du mich wirklich liebst, hättest du dich zusammengerissen! Nein! Keinen Schritt weiter! Stopp! Okay. Können wir vieles machen? Vieles spielen? So weit nach hinten sind wir gar nicht begangen. Nie gegangen. Out of order. Dieses Ozeanium müssen wir uns auch nochmal angucken unbedingt. Das hatten wir mal bei irgendeinem Hauptmenü gesehen. Genau. Ich habe so ein bisschen versucht, noch weitere Hinweise zu finden, aber irgendwie... Cranberry-Marmelade, immerhin. Irgendwie nicht so einfach. Spielzeug und Co. haben wir gefunden. Ein paar Schrauben dadurch. Was bringt uns hier die Schrauben? Die Schreibmaschine. Das Spielzeugauto, ja. Die Spielzeugrakete nicht. Das Spielzeugtruck wiederum. Die Gamma-Kanone zerlegen wir vielleicht mal. Zerlegen einfach mal. Und ein Spielzeug-Truck. Spielzeug-Alien. Teddybär für Brettspiel. Dieser Song ist schon recht alt, denn heutzutage würde nicht mehr als eine Ameise in die Hose passen. Und die Hose würde man auf keinen Fall anziehen wollen. Zack, haben wir was abgeschlossen. Stufe 26 erreicht. 30 brauchen wir, ja. Und hier ist das mit denen des Fußballspiels, Wortkickerspiel. Mich, ob man das mit zwei Spielern auch spielen kann. Wenn irgendwas Besonderes animiert wird. Aber ich befürchte fast nicht.
Kann ich von der anderen Seite machen? Macht das auch was? Tatsache. Ah, die gleiche Animation. Das bringt uns alles nichts, oder? Das ist so ein bisschen so zum Gucken. Also das sind hier alles so Spielereien. Aber es wäre halt. Aber hier haben sie halt echt mittlerweile immer mehr Gegenstände erzeugt. Und Modelle erzeugt. Und sowas, das wäre natürlich cool, wenn es was halt einfach in die nächsten Fallout-Teile schafft. Weil dann hat man echt viele Assets, sag ich mal. Sie geht immer zu schnell. So, jetzt haben wir noch die letzte Bühnenrequisitbier. Jetzt sollen wir die wegräumen. Vielleicht gibt's da, wo wir die wegräumen, nochmal Hinweise. Ne, hier waren wir ja. Ich mit Sam, wenn du bereit bist. Hä? Uns fehlen drei Hinweise. Können die alle da hinten sein? Können wir hier nochmal alles abgeben, so ein bisschen. Und die Kiste sieht sehr verdächtig aus. Hier wurde was angezeigt. Bei uns oder wie? Im Zielbereich. Hier ist auch nochmal was. Ach hier, das wollte ich doch lesen. Wir konnten Stratton nach der Probe nicht finden. Spule ist verschwunden. Sehr seltsam, wenn man bedenkt, wie zuverlässig er immer war. Jemand wie er läuft nicht einfach weg. Vielleicht hat ihn jemand hinter der Bühne entführt. Seltsamerweise konnte ich keine Kampfspuren finden. Tatsächlich war alles so aufgeräumt, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Auf jeden Fall kann sich nach der Vorstellung niemand mehr verbeugen. Zwei Schauspieler sind tot, einer wurde weggezaubert. Für die nächste Produktion brauchen wir also ein komplett neues Ensemble. Ein Jammer. Ich fing gerade an, sie zu mögen. Wie hießen die nochmal richtig? Jetzt habe ich es mitgenommen. Hier, jetzt wird uns nochmal was angezeigt. Einmal hier direkt. Ja, dann kriegen wir es doch noch aus. Und fertig. Was für ein herrlicher Samstagabend. Die Fusion ist besiegelt. Und nach all der harten Arbeit wartet eine besondere Überraschung auf meinen lieben Stratton. Ich. Erledigt ist, kann er mich nicht mehr abweisen. Unsere Liebe wird blühen, so wie sie es immer sollte. Stratton, Baby, bist du zu Hause? Stratton! Nein, 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 nein. Kein Atem. Oh Gott. Okay. Großes, dummes Ärgernis. Ich halte es mit Brutus nicht mehr aus. Früher war er mal mein großer, dummer Beschützer, aber jetzt ist er nur noch ein großes, dummes Ärgernis. Zuerst dachte ich, es wäre jemand anders gewesen. Gestohlenes Make-up. Kleider, die nicht so lagen, wie ich sie zurückgelassen hatte. Vielleicht ein wild gewordener Fan oder eine andere Tänzerin, die neidisch war. Dann fing er damit an, die Türen abzusperren und das Licht auszuschalten. Ich war eine ganze Nacht lang in der Dunkelheit gefangen. Aber es kam noch schlimmer.
Stell dir vor, wie geschockt ich war, als das Licht wieder anging und auf dem Schminktisch eine tote Rettratte lag. Wer sonst wäre zu so etwas fähig gewesen? Das Vieh war nicht mal erschossen worden, man hatte ihm den Hals umgedreht. Und das Licht, die Schlüssel, dazu hat nur Brutus Zugang. Er und der Hausmeister. Ich halte es kaum noch aus, es war alles perfekt. Ich wollte nichts weiter als die Aufmerksamkeit eines ganz besonderen Mannes. Nicht die von Brutus, niemals. Mittlerweile sollte er wissen, wer es ist. Nichts weiter als ein großes, dummes Ärgernis. Also ein Eifersuchtsdrama, verstehe ich das jetzt richtig, dass das die Ursache hier ist? Eine letzte Sache erfordert unsere Aufmerksamkeit. Diese Sache lässt sich nicht so leicht loswerden, doch das Meer sollte sie bereitwillig aufnehmen. Schlepp es bitte zur Rutsche. Es ist ziemlich schwer. Ich werde es beseitigen, es ist aber doch nicht gut, Sachen ins Meer zu werfen. Sam, wer hat das Drama zwischen den Ensemble-Mitgliedern entfacht? Jemand hat sie beeinflusst. Es ist schon häufig so geendet. Meistens geschieht es ganz von selbst. Manchmal gibt es äußere Einflüsse. Am Ende kommen dadurch nur bereits vorhandener Unmut, Hintergedanken und Macken zum Vorschein. Es ist aber doch nicht gut, Sachen ins Meer zu werfen. Wie meinst du das? So mache ich das schon immer, um Beweise endgültig loszuwerden. Der ist beseitigt. Falls du Hilfe brauchst, sollte welche für dich bereitstehen. Transportiere die Truhe zur Entsorgungsrutsche. Okay, es ist wieder schwer. Aber es ist auf jeden Fall die Truhe gewesen, die uns schon so verdächtig vorkam. Was mit Sam? Ich würde ja fast gerne noch mal ins Hauptmenü gehen, weil mich diese Meldung so nervt. Vielleicht machen wir das nach diesem Punkt, Missionspunkt. Wie war der Auftrag? Fandest du ihn erfüllend? Besser geht's nicht. Gib mir einen Wischmob und ich werde zur Putschmaschine. Bin mir nicht sicher, ob ich das erfüllend nehmen würde. Um ganz ehrlich zu sein, ich hasse es, sauber zu machen. Sam, was war in der Truhe? Nichts Wichtiges. Nur entsorgte Überbleibsel vergangener Leben. Es war riskant, dich dabei um Hilfe zu bitten. Die Truhe war aufgrund des Alters etwas zerbrechlich. Es hätte mir nur unnötige Scherereien bereitet, sie selbst wegzuschleppen, in Sorge, dass sie aufbricht und die Teile herausfallen. Okay, besser geht's nicht. Gib mir einen Wischmopp und ich werde zur Putzmaschine. Das freut mich zu hören. Freut mich wirklich. Unser Kunde wartet. Wir werden ihm die freudige Nachricht überbringen, dass er sich nicht zu sorgen braucht. Nach so langem, bedauerlichen Warten sind unsere Kunden überaus erleichtert. Sie wollen das Unliebsame aus der Welt geschafft sehen. Ist es nicht wunderbar für Sie, dass wir das erreichen? Hier lang. Wir sind da, um die Kunden zu treffen. Treffen wir erstmal den Kunden. In der Form Ensemble. Die berühmte Atlantic City Promenade ist das. Bis ich anfange es zu lesen, ist schon wieder ein Ladebildschirm. So wie sein Vater und dessen Vater. Jedenfalls ist die Promenade doch ein recht sicherer Ort. Würde ich jetzt nicht sagen sollen, vielleicht passiert der jetzt Kunde was. Ist noch nicht da,
Also bleibt uns noch ein wenig gemeinsame Zeit. Ist das nicht wunderbar? Ja, Sam, du bist ein bisschen merkwürdig. Hier ist es immer so schön ruhig und friedlich. In den Schatten sieht man uns nicht. Lorden, willst du mich ermorden? Warnung 4. Und da drüben sind Müllcontainer für die Entsorgung. Leider holen die Munis nichts mehr ab. Doch die Dinge lassen sich auch anderweitig entsorgen. Wie du weißt, verschlingt das Meer alles, als wäre es lebendig. Aber nicht nur das Meer. Also warten wir auf den Kunden. Er sollte jeden Augenblick da sein. Sam, wer ist das? Ich dachte, du hättest Diskretion garantiert. Ein loyaler Partner. Im Moment quasi eine Verlängerung meines Arms. Also, wenn du auch nur mit deinem kleinen Zeh gegen unsere Vereinbarung verstößt, isst er ab. Ganz schnell. Nimm deine Kronkorken und denk dran. Es besteht gar kein Grund zur Sorge. Das kann ich dir versichern. Wir sind direkt hinter dem Laden. Gehen wir rein und bringen die Sache zum Abschluss. Also ich habe meine Waffen bereit. Ist hier noch mal was? Bringt noch Whisky hinterher. Die Sam ist da. Würdest du im Hinterzimmer warten, während ich den Papierkram erledige? Es dauert nur eine Minute. Papierkram? Ich dachte, dieser Job sollte diskret laufen. Ah, natürlich. Mach dir darum keine Sorgen. Der Papierkram ist nur eine Kleinigkeit. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Du. Stratton, das war doch einer von denen. Kann nichts fühlen. Oh Gott, ist alles in Ordnung? Was ist hier los? Wurde entführt. Ja. Ich hoffe, du verzeihst mir. Eine letzte Sache gibt es noch, die ich nicht erwähnt habe, die gesäubert werden muss. Es sollte eine Überraschung für dich sein. Die Möglichkeit, dich selbst zu befreien. Mit mir rein zu sein. Ich glaube, du bist die Person, nach der ich gesucht habe. Das hat mir unsere gemeinsame Zeit gezeigt. Eine verwandte Seele, die wie ich einen Sinn für den Wert einer ordentlich erledigten Aufgabe hat. Alle losen Enden abgeschnitten, alle Folgen bedacht, ein neuer Anfang für den Kunden und eine saubere Welt. Bis heute hat die Welt dich geächtet, weil du diese Denkweise vertrittst. Doch bei mir musst du dich nicht mehr verstecken. Bring es zu Ende. Sorge für Sauberkeit, damit unser Kunde neu anfangen kann. Ich lasse nicht zu, dass du noch jemanden tötest, du Psychopath. Bin so froh, dass du mich ausgewählt hast. Ich werde diesen Mann gerne töten und den Job erledigen. Das ist verrückt. Ich vorgehe auf der Stelle. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Was ist das für ein Typ? Schieß ruhig los. Wir haben es nicht eilig. Ist also doch ein Mörder? Tötest du mich? Wie funktioniert diese Vereinbarung? Warum möchtest du einen Partner haben? Mutter Charlotte hat mich als Kind in ihre Familie aufgenommen.
Dafür hat sie auf ewig einen Platz in meinem Herzen. Doch ich bleibe das hässliche Entlein. Ich will weder Ruhm noch Erfolg. Ich liebe mein Privatleben. Ich bin nicht interessiert. Ich will nur jemanden, um die kleinen Momente zu teilen. Jemanden, der am Ende des Tages das Blut von meinen Händen wäscht. Alles klar. Okay, wir werden einfach nur unseren Job durchziehen, würde ich sagen. Und ich bin bereit zu antworten. Gespannt. Ich bin so froh, dass du mich ausgewählt hast. Ich werde diesen Mann gerne töten und den Job erledigen. Ganz im Ernst? Dann wirst du meine größten Hoffnungen erfüllen. Zeig mir, wie du arbeitest. Vielleicht können wir etwas voneinander lernen. Ja, was können wir denn machen? Haben wir irgendwas Kreatives? Naja, alles was kreativ wäre, würde wahrscheinlich beide töten. Sams Bezahlung können wir nehmen. Ausgezeichnet. Darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Du hast alle Erwartungen übertroffen. Nimm mit, was du dir heute verdient hast. Ein Kronkorken und das hier. Wir leben in verschiedenen Welten. Doch dank dir bin ich nicht mehr allein. Wir sind nun untrennbar verbunden. Verdächtige Truhe, okay, Skelettkostüm. Erwarte ich deinen nächsten Besuch. Okay. Ginge relativ schnell. Durch die Truhe. Er ist eingesammelt haben. Mob und einen sauberen Besen haben wir bekommen. Wollte nochmal probieren, ob man Sachen platzieren kann. So, aber erst einmal, wenn ich das jetzt richtig verstehen habe, die Nebenquest ist jetzt erledigt. Ja. Dann will ich jetzt erstmal nochmal in die normale Welt. In der Hoffnung, dass die Meldung weggeht. Machen wir mal das hier kurz eine Runde. In the wheel. Den Speedrun haben wir auch gemacht, aber nicht geholfen. Ich bräuchte diese Kamera. Die Kamera sollte man finden. Okay, es steht immer noch da. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz ins Hauptmenü. Menü. Hier, neue Welt. So sieht's aus, so. Heute, bevor ich die nächste Nebenquest angehe, irgendwas machen. Jetzt guckt die Waffenwerkbank hier so aus. Wo es gar nicht so sehr auffällt, finde ich. Ja, aber der Spruch steht nicht mehr da, ist ja schon mal ganz gut. So, Mottenmann. Mottenmann ist gerade nicht am Start. Das Ding ist, wahrscheinlich haben wir jetzt gar nicht so viel Hilfe, wenn die so viele Früchtlinge dabei sind. 26, 23. Wir sind echt viele.
Wollen wir da mal vorbeigucken? Neulinge angucken, was sie machen? Gucken wir mal an, was sie machen. Sind jetzt quasi ja noch kein alter Hase, aber... Wo sind die jetzt alle? Alle noch schön ihre Overalls an. Jace Auditore. Enrich und Katsus. Ein Kampf. Ein Augenbot ist. War kein Problem. So. Splittergranate und die Rüstung nehmen wir mit. Mal zerlegen. Greife feindliches Ziel an. Noch eine Raid Rose. Spawny, wenn die Level 20 sind, direkt hier. Bessere Gesichter als unseres. Man sieht doch richtig, wie sie auf den Pitfall gucken. Alter, der Protektor greift mich an. Die wissen, dass der explodiert. Haben sie ein bisschen Schein bekommen. Wie hat das geworfen? Noch eine Granate. Ich weiß nicht, warum der mich jetzt angeworfen hat. So. Da sind wir echt der mit dem höchsten Level jetzt dadurch. Nee, hier sind noch andere Camps. Level 59, 94, 103, naja. So, und was wollte ich bei den Spielern noch gucken, Max? Was? Wie die modifizieren können wir, okay. Futter nehmen wir gut. Was wie viel hier an neuen Spielern rauskommt. Die Waffenwerkbank, da müssen wir ran. Das ist auch alles eine Gruppe, ich weiß es nicht. Also es ist halt auch alles sehr friedfertig. Es wäre ja... Ich weiß nicht, wie das wäre mit... Es ist halt nicht wirklich gefährlich, so. Das ist ein bisschen alles so... Echt... öde. Oh ja, gut, Fleisch. Also gehen wir die nächste Quest einfach ran, oder? Was wollte ich noch machen? Der Stufenstieg ist. Brauchen mehr Perception. Feuerfest haben wir reingehauen. Ja, ich müsste halt die hier höher bringen. Passt halt alles nicht so gut zusammen.
Ihr Konzentration. Die laufen zu dritt zusammen. Mal kurz gucken, was sie machen. Die haben wir von der Bruderschaft umgebracht. Sehe ich das gerade richtig? Da ist, ich bin der Böse hier. Die laufen hier marodierend durchs Land. Die Plünderer haben sie am Leben gelassen. Cherry haben wir hier noch. Naja, okay. Ach, Kaulquappe. Orden der Kaulquappe wollte ich machen. Ich wollte diese Prüfung angehen. Dann muss ich mal kurz gucken, wo das Terminal ist. Terminal Kaulquappe. Im Lager Adam findet man das oder da? Ich bin ein Pionierlager. Mir wurde gesagt, das ist Lager Adams. Hier. Hier ist Lager Adams, da waren wir noch nicht. Dann gucken wir uns das mal an und da soll es auch Theorieprüfungen möglich sein. Das heißt, wir gehen mal eine Runde nach. Christendings und wie auch immer, was sagt der hier noch? Sprechen wir mit Sweetwater von mir aus. Reisen wir mal dahin. Hier sind ein paar Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Die gucken wir uns gleich an. Was Vita da, was willst du wissen? Was hast du für uns? Ein leckeres Gebäck passt gut zum Weltuntergang. Eigentlich passt eh gut zu allem. Ein Brummbär. Es gibt echt unterschiedliche Bärenarten. So. Willkommen zurück. Leider bin ich knapp an Honig und Sie haben bereits eine wohltuende Kompetenz unter Beweis gestellt. Vielleicht könnten Sie mir noch einmal helfen. Ja, okay, dann geben wir ihm nochmal Honig. Ausgezeichnet. Im Wald dürfte es davon jede Menge geben. Also los, frisch auf! Haben wir nochmal Honig dabei? Ich brauche bitte 10 Einheiten Honig. Weniger ist unzureichend. Zweimal Honig haben wir sogar. Ein weiser Mann hat einst gesagt, so, und wir gehen mal weiter Richtung Westen. Das sollte nämlich das Lager sein, das andere Pfadfinder Lager. Man kann wohl nehmen, wo wir schon waren. Prüfung machen, aber dann dachte ich, dann gucken wir uns gleich mal das hier noch an. Okay, aber vorher. Nochmal einen Stufenaufstieg. 79 mittlerweile und wir geben halt seit 11 Stufen keine Karten mehr aus. Das muss ich echt mal machen.
Ich kann halt keine mehr anlegen. Ich könnte welche herstellen, um die dann zu zerlegen und dann das abzugraden von unseren Sachen, die wir haben. Aber ansonsten muss man jetzt echt ganz schön grinden für diese Skillplätze. Wir haben richtig den Ausguck-Ding. Ist ja wunderbar, den nehmen wir sofort. Zu gucken, was wir noch entdecken können. Ich würde mich interessieren, wo die Radiostation von Radio Appalachia eigentlich können. Ausguck von Lager Adams. Ist Lager Adams. Da ist auch jemand, aber war glaube ich nicht feindlich. Mehr. Ich suche den richtigen Ort, um mich niederzulassen. Gebiet können wir auch spielen. Was finden wir so? Lager Adams, Deponie in Charleston, zwei Orte. Ist also auch nicht mehr so viel. Was ist das da drüben? Die Dinger hier, die sind immer noch ein großes Rätsel für mich. Irgendwas, das noch einsammeln müssen. Jetzt wird gegessen. Das haben wir, Lager Adams haben wir entdeckt. Und was? Die Deponie? Ist noch ein Sendeturm. Da ist die Deponie, okay. Zigarmischung. Ja, das passt soweit. Hier aber was mit Scout-Abzeichen. Unknown with the Pioneer Scouts. Und dann könnten wir hier die Sachen eintauschen, wenn wir den Abzeichen bekommen. Den Rucksack und so weiter. Großer Rucksack macht sowas. Müssen wir jetzt nur diese Punkte bekommen. Und hier Pflanzenbusterbanner und so weiter. Okay. Irgendwo muss ein Prüfungsterminal sein. Hat bin der Leiter Penny. Leila hat mir die Schaltkreise zerstört, so wie die weggerannt ist. Willkommen! Ich begrüße gern neue Mitglieder. Überleg den Pfadfinder-Pionieren beizutreten. Wir brauchen immer neue Mitglieder. Gerade jetzt. Wer weiß, die hier alle nicht geschafft haben. Was haben wir hier noch? Rezept. Leck das Todeskrank gleich. Wer weiß noch das Pfadfinder-Pionieren-Motto? Leider schon. Spricht mit. Immer auf. Hier. Prüfungsterminal. Sehr schön. Dann
gucken wir mal, was wir da machen können. Willkommen im Lager. An diesem Terminal kannst du Pionierprüfung ablegen. Wenn du bereits Pfadfinder Pionier bist, dann wähle bitte, welche Prüfung du ablegen willst. Wenn du noch kein Pfadfinder Pionier bist, dich für das Thema aber interessiert, dann wähle bitte den Pfadfinder Pionier beitreten, um weitere Informationen zu erhalten. Dann treten wir dem mal bei. Aber das sind wir schon, oder? Willst du ein Pfadfinder-Pionier sein? Wir freuen uns immer, neue Mitglieder bei uns aufzunehmen. Zunächst musst du lernen, wie eine Kaulquappe zu schwimmen. Erfahre mehr über Bogenschießen, Kochen, Erste Hilfe und vieles mehr. Bitte wende dich mit all deinen Beschwerden an den örtlichen Pfadfinderleiter. Okay, Kaulquappenprüfung. Ach, und dann können wir hier alle auswählen. Dann nehmen wir jetzt mal Kryptoanalyse. Bei dieser Prüfung wird dein Wissen über die Kryptographie und Technik getestet. Frage 1. Frage anzeigen. Anna schickt dir den neuesten Klatsch und Tratsch, verschlüsselt mit einem symmetrischen Kryptosystem. Was benötigt ihr beide zum Entschlüsseln ihrer Nachricht? Unterschiedliche Schlüssel, den gleichen Schlüssel, eine gute Moral, Wissen über die Codebasis. Wir brauchen beide den Schlüssel. Frage anzeigen. Susi möchte für einen tauben Freund ihren Namen in amerikanischer Gebärdensprache wiedergeben. Welches Zeichen sollte sie als erstes verwenden? Möchte für einen tauben ihren Namen. Woher soll ich denn das wissen? Gebärdensprache. Eine Faust mit dem Daumen über dem Mittelfinger. Eine Faust mit dem Daumen zwischen den Fingern. Kleiner Finger und Daumen seitwärts ausgestreckt, sie in den Daumen beißen. In den Daumen beißen? Nee. Kleiner Finger und Daumen seitwärts ausgestreckt. Das ist ein S, keine Ahnung. Eine Faust mit dem Daumen zwischen. Ich nehme jetzt mal das dritte. Frageanzeige. Brandon hat dem Bürger einer fremden Nation eine verschlüsselte Nachricht geschickt. Du konntest sie jedoch dechiffrieren, weil sie bekannten Klartext enthielt. Worum handelt es sich bei Klartext? Nicht verschlüsselte Information, schlecht verschlüsselte Information, langweilige Information, chinesische Schriftzeichen. Diese bekannten Klartext. Ist schlecht oder nicht verschlüsselt? Ich glaube schlecht, würde ich sagen. Frage anzeigen. Nach welcher mythischen Sache wurde eine berüchtigte Art von Computervirus benannt? Das trojanische Pferd. Ich weiß nicht, vielleicht kein richtiger Computervirus. Du verdächtigst Samuel, ein Kommunist zu sein. Sein Lieblingsfach in der Schule ist Geschichte. Und sein Terminal-Passwort besteht aus 4 Zahlen. Um welches historische Jahr könnte es sich hierbei handeln? Das wäre ja. Da wäre ja kein Kommunist, würde ich meinen. 1812, dann vielleicht 1969. Auswertung anzeigen. 2 von 5. Beim nächsten Mal klappt es sicher besser. Prüfung verlassen. Haben wir noch irgendwo Hinweise, um dafür zu lernen? Ich könnte jetzt die Antworten nachgucken. Ah, diese frische Bergluft. Womit wäre bis schwere Belastung durch gefährliche Partikel her? Welche Holobänder? Können es weiterhelfen? Sehr lockbuch, meine Güte. Was mit Pfadfinder vielleicht? Nee.
Hügel, die Bäume, die wilden Wölfe. Tja, könnte schlimmer sein. Tesla Forschung 3 Science Magazine Rocket Science for Toddlers. Tja. Ich glaube, ich würde die Antworten fast nachgucken. Jetzt rumprobieren. Du siehst wie ein echter Profi aus. Warst bestimmt schon in ganz Appalachia. Einfach ein Fünfter. Das sind so ein bisschen viele falsch. Da gucke ich nochmal kurz nach. Es gibt mehrere. Woher soll man die denn wissen, sag mal? Wen die Prüfung? Nicht immer ganz klar, okay. Probieren wir nochmal eine Frage. Ist ja übelst, dass die so schwer sind. Baukörperprüfung. Kryptoanalyse. Frageanzeigen. Herr Freimaureralphabet, musst du eine kodierte Nachricht an Washington DC senden? Welche Form benutzt du dafür? Ja. Ein Kreuz. Frage anzeigen. Welcher Gründervater hat eine Scheibenchiffrierung erfunden, die später bei der US Army zum Einsatz kam? Das war Thomas Jefferson. Frage. Ich gucke jetzt gerade nach, ich weiß es leider nicht. Hier haben die niederträchtigen Nazis ihre Nachrichten im Zweiten Weltkrieg chiffriert. Cäsar hatten wir jetzt verwendet für die Atomraketen gedacht. Enigma war die Maschine, mit der sie es entschlüsselt hätten, hätte ich gedacht. Doch mit Enigma-Maschinen, okay. Welches dieser hochtrabenden Worte bedeutet chiffrierte Kommunikation entschlüsseln? Entschlüsseln. Ja, Kryptoanalyse. Prüfung läuft. 5 von 5. Du hast dich im Wald verlaufen, musst per Morsecode Hilfe von anderen anfordern. Welches Signal sendest du? Kurz, kurz, kurz. Lang, lang, lang. Das ist SOS wahrscheinlich, ne? Auswertung anzeigen. Du hast bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Zack. Naja, das war nicht so easy. Jetzt haben wir hier ein Abzeichen. Oder? Genau, Postabzeichen auch noch. Das können wir auch schon machen. Stelle Armbrustholzen her, repariere eine Armbrust. Wie ist das Event Weg der Erleuchtung? Okay. Ich brauche erstmal die Kamera, das verstehe ich auch nicht. Brauchen.
die ganzen Abzeichen zu machen, das ist halt... Hat man auch gut zu tun, glaube ich. Was haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir hier so ein Abzeichen, können wir uns davon was kaufen würden. Ich will keine weiteren Schnorrer mehr wie Bärchen da drüben. Armes altes Bärchen. Ich bereite ihn nach, aber es ist schön, dass er da ist. Jetzt haben wir einen. Jetzt könnten wir uns hier einen Banner holen, einen Bauplan. Der US-Flagge sauber. Pfadfinder Pionier Schlafsack. Pfadfinder Pionier Pflanzenpolster. Naja, okay. Da wissen wir Bescheid. Also hier kann man das. Was haben wir jetzt nicht? Die Spieler alle hier drüben, okay. Sind ganz schön mobil, würde ich sagen. So, Honig könnte man wieder sammeln. Oder wir machen aber die nächste Nebenquest. Das würde ich mal einfach sagen. Weitere Challenges sind so schon ganz schön heftig. Schließe eine tägliche Operation ab. Ich habe einen Mann namens Mann getroffen. Hier steht was von Operation. Zeit bis zur Rüstung 20 Stunden. 50 plus. Bringe DTP. Aha. Zeit bis zur Rüstung zum Garam Mining Firm Hauptsitz. Gegnerfraktion Roboter. Das klingt schon wie so eine Instanz, ehrlich gesagt. Ja, dann machen wir mal lieber Höllenadler. Ich habe erfahren, dass ein Journalist namens Jack Hunter verschwunden ist. Ich sollte mit Oscar Gonzalez und Crater sprechen, um Einzelheiten darüber zu erfahren. Dann gucken wir uns das mal in Crater an. Was man dazu zu sagen hat. Oh, hier ist jemand, Bergwerk Carlton. Crater Core. Die haben schon wieder so viel Gewicht. Ich habe mir irgendwas Komisches mitgenommen. Hier Schrott oder was? Forschung, Granatenheit. Das können wir essen. Wiederkeule können wir auch essen. Ein bisschen Rüstung. Ja, naja, okay. Das? Nee, ist draußen unmöglich. Gerade Tag? Hier unten verliert man leicht das Zeitgefühl. Hey, kennst du Karawanen, die irgendwo hinfahren? Hey, du da! Hast du einen abgedrehten Typen mit Sonnenbrille gesehen? Neigt zur Glatze? Meint er, sei Journalist? Nicht unbedingt. Verdammt! Was soll ich jetzt tun? Ich bin Oscar Gonzalez und ich habe Probleme mit einigen Leuten. Aber mein Kumpel Jack Hunter ist hinter so einer Story für sein Magazin her. Ich will meinen Kumpel da draußen nicht allein lassen, aber mir rennt die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen, verstehst du? Ich habe also einen Job für dich, wenn du willst. Finde meinen Kumpel, sorg dafür, dass er sicher ist und bring mir irgendein Lebenszeichen von ihm. Wenn du das machst, klingelt es Kronkorken für dich. Was meinst du? Eine Person in Not kann ich nicht ausschlagen. Ich mache es. Kronkorken für mich. Mehr musstest du gar nicht sagen. Gut. Schön, dass wir uns verstehen. Nimm dieses Holoband. Es ist meine einzige Spur. Enthält eine verschlüsselte Botschaft. Typisch für ihn. Vielleicht findest du heraus, wovon er redet und spürst ihn so auf. Danke für die Hilfe.
sind wir zu Hause. Dann holen wir uns das Ganze mal an. Groß. Jack konnte überall sein. Über den Gegenstand neu sehen wir es vielleicht besser. Dr. G, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich nähere mich meinem Ziel. Einem großen Mann namens Little Rob. Die Leute sagen, er lebt irgendwo in den Bergen, in irgendeiner Art Versteck. Und mit die Leute meine ich Menschen, die sich hier auskennen. Besetzer, Schürfer, Goldgräber. Sie sagen, sie hatten Reibereien mit der Zielperson. Ich traf sie in einer Hütte auf den Hügeln, bei einem heruntergekommenen Golfplatz. Aber ich war nicht zum Golfen dort. Wir haben uns getroffen und gefeiert. Sagen Sie nichts. Ich weiß, Sie feiern auch gerne. Diese Leute sagten, sie könnten mich zu Rob bringen. Ich bin mit ihnen mitgegangen. Gefährlich, ich weiß. Aber für den großen Coup muss man eben auch was riskieren. So läuft das in diesem Geschäft. Na dann, wir sehen uns. Hunter Ende. Okay. Machen wir sofort. Ich gehe nur ganz kurz auf Toilette. Und dann können wir gleich noch das Equinoccio machen da, oder wie es heißt. Bin gleich wieder da. Hier ist es viel besser als in Sunny Top. Zumindest viel kühler. Scheiße, ja, immer verbessern, das sagt Irie. Wir haben Mac gegen Margie und den Crater gegen diese Skipiste eingetauscht. Ja, gute Sache. Bei Margie wären wir längst tot oder hätten uns in diese verbrannten Dinger verwandelt. Kein Scheiß, die kommen sich jetzt bestimmt ziemlich dumm vor. Und ziemlich tot. Ich wusste, dass Mac es verbockt. Schon gehört, dass der Vault Bewohner Foundation in 79 reingebracht hat? Das soll doch ein Witz sein, oder? Das Gold gehört uns. Ich sag, wir brennen die ganze Stadt nieder und holen es uns zurück. So, da bin ich wieder. Klingt super. Wir müssen nur Mac ins Boot holen. Und wenn das nicht klappt, sollten wir über einen Führungswechsel nachdenken. Ja, erzählen. So, jetzt wäre die große Frage. Geht hier jemand zu dem Event? Hier können wir Honig sammeln. Na, 63 ist hier einer am Weg, auf dem Weg. So, zur Hütte gucken wir gleich. Erstmal das Event gleich. Ich hoffe, da unterstützen noch ein paar. Das ist eine tägliche Quest, soweit ich weiß. Ja.
Spendenbox. Auch ein Stimpaks. Naja, lass mal. Aber ich habe ja verstanden, eigentlich ist es ja für mich direkt. Wer anders sieht das nicht. Oder? Damit sie nicht irgendwelchen anderen Spielern das weg. Habe ich es verstanden? Aber ich kann sie ja trotzdem mal lassen. Dann reisen wir dahin. Da geht's direkt los. Der Honig wäre hier noch zu holen. Seltsames Gebräu. Ja, aber ehe ich jetzt weggehe, 3:30, ja. Das Event gar nicht startet. Probieren sollten wir schon. Na, ein Spieler ist schon noch mit dabei, na immerhin. Oder? Was hat denn da? Hier so einen lustigen Helm. Okay. Ewig können wir nicht mehr warten, sondern bleibt mal mit ihm reden. Geh mal ganz gemütlich dorthin. Hat sich schon mal bewegt. Das ist ja ein richtiges. Ja, müssen wir uns irgendwann auch mal damit ausstatten. Ist er da schon? Ne, er versucht da auch da hoch zu springen. Ungefähr so schlau wie ich. Nur durch sein Jetpack schneller. Aber komm, es sind vier Spieler hier, das schaffen wir. Ich spreche jetzt mit ihnen. Kinder, hört alle zu! In der Stätte des Weisen gibt es drei Scheiterhaufen. Ihr Licht ist ein wichtiger Katalysator für unser Ritual. Die Stumpfsinnigen haben versucht, unser Licht zu dämpfen. Zerstört zuerst die Pflanzen, die jeden Scheiterhaufen umgeben. Jeder Scheiterhaufen wird von einem Beobachter betreut. Wenn die Pflanzen zerstört sind, geben die Beobachter die nächsten Aufgaben bekannt. Beeilt euch, Kinder! Seine Geduld ist nicht so groß wie seine Weisheit. Okay, macht ja mal Flammenwerfer und gut ist, ne? Die Albino Red Hirsche machen so viel Spaß! Albino, sagt sie. Riechst du den Moschusgeruch in der Nähe? Ah, hier. Schau mal so. Das ist das Blut. Was wir haben, reicht noch nicht. Bringt uns mehr und füllt unsere wunderbaren Blutträger mit euren Spenden auf. Aua. Aua. Ist sie gerade runtergesprungen? So. Heiliger Mordenmann, gib mir Kraft! So, da ist noch Blut.
50er Radiumgewehr. Bin mir nicht sicher. Nehm es mal trotzdem mit, um die zu zerlegen, im Zweifel. Dann können wir das Blut doch hier auch sicherlich abgeben. Hier war eine Stelle. Haben wir gemacht. Die Kultisten sind tot. Abwehrtotems sind auch weg. Die hier müssen wir noch sammeln. Die Ritualorte sind vorbereitet. Die Beschwörung beginnt, sobald alle Scheiterhaufen entzündet sind. Los, entzündet die Flammen! Während ich den Staub des Weißen in die Luft bringe. Was ist unter Todeskrallen Klaue? Okay. Ah ja! Die Flammen unserer Scheiterhaufen entzünden den Mottenstaub. Er bringt Erleuchtung, so kurz sie auch sein mag. Atmet ein, Kinder, atmet ein. Er blickt die Welt durch seine Augen, hier. Kinder. Lasst Staub. Die Kirche sind ja erstmal welche. Und dämpfe in euch hinein. Saugt alles auf. So erkennt ihr die Wahrheit. Aber macht euch bereit, denn die ketzerischen Stumpfsinnigen wird diese Vision erzürnen. Zerlegen. Die Wirklichkeit unseres Weisen wird sich zerlegen. Totaler Verschluss. Ihr müsst ist irgendeiner? Heiligen Lichter, die Scheiter offen vor den da. Ohne den Feuerschein kommt unser Gast nicht. Die Stumpfsinnigen nähern sich der Kirche. Töte sie, Kinder. Keine Gnade. Die Kirche hat sogar ein bisschen schon kassiert. Die Ketzer bringen brutale Bestien mit. Aber lasst euch nicht täuschen. Alle, die vor euch stehen, müssen sterben. Egal ob Mensch oder Bestie. Diese verdorbenen Schatten gehen alle den Willen der Falschen. Ist das mal ein Gatling oder sowas? Kultistenwutschwinger ist legendär. Aua. Boah. Ich will. Die Stumpfsinnigen eilen zum Scheiterhaufen am Wasser, Kinder. Ihr müsst ihn schützen. Okay. Ist da einer noch? Diese standhaften Dunkel begreifen von allen Seiten an. Beschützt die Scheiterhaufen. Oh, wie ich hier nicht weiterkomme. Da kommt ein Mottenmann. Ich seh ihn nicht mal. Halt, stopp hier. Springmesser nehmen wir mit. Ballistische Fasern, sehr schön. Die haben auch ballistische Fasern, die Mottenmann-Flügel. Ich muss die
alles nachladen, ne? Spürt ihr das? Der Weise nähert sich. Er wartet auf unser Signal. Schnell, Kinder, kehrt zu mir aufs Museumsdach zurück. Wir müssen ihn einladen, ihm unsere Liebe zeigen und unsere Dankbarkeit. Tanzt, singt, können wir zur Not auch loswerden hier alles. Zeigt Gefühle! Hörst du uns, Weiser? Komm zu uns! Die Erweiterung des... Oh, weiser Mottenmann, du bist unserer Einladung gefolgt. Wir sind wahrscheinlich zu viel mit, das werden wir auch gleich zerlegen. Vor deinem Intellekt. Kommt, Kinder, lasst den Weisen auf euch blicken. Badet in seiner grenzenlosen Weisheit. Knochenhammer, okay. Können weisen Mottermann-Thron bauen? Das ist natürlich cool. Oder? Weiser Mottenmann-Thron. Das wäre ja sowas hier. Wenn wir nur die Strukturen dafür haben. Der kurze Lauf, ne. So, alles erstmal verwerten, was wir nicht brauchen können. Und dann wird das hier erst zerlegt. Linkum, linker Verschluss. Ein bisschen was dazu bekommen. Wir haben immer noch relativ viel. So, was können wir denn noch modifizieren? Können wir denn in unserer Waffe irgendwas Vernünftiges modifizieren? Mit dem Standardverschluss. Im Lauf. Ne, beim Kolben. Weniger Rückstoß. Weiß ich nicht, was das uns groß bringen soll. Wuchtiger Kolben. Ja gut, der wiegt halt viel, ne? Die Axt wiegt auch ein bisschen. Müssen wir da gleich mal ein paar verkaufen. Nehmen den Honig noch mit. Wenn der Honig ist. Hier? Weiter oben oder was? Und eine Säge. Jetzt sind wir wieder überladen, ist klar. Die
natürlich ungünstig. So, jetzt geht's wieder. Zum kleinen Drink. So, wo ist jetzt hier? Hier soll Honig sein. Okay. Vielleicht nicht so klug, oder? Kein Honig weiter da? Hier noch, oder? Achso, jetzt zeigt er wieder die aus der Ferne an. Okay, das sind die dann. Dann würde ich gerne mal zu einem Bahnhof. Wir müssen eigentlich da oben hin. Hier ist ein Bahnhof, Station Grafton. Machen wir das mal. Können wir gleich ein paar Sachen verkaufen. Sind die wieder unterwegs. So, was kann man hier noch kochen? Ein paar Fleischsachen. Einheiten haben wir hier dabei. Hüterkeule. Getränke, abgekochtes Wasser. Ja, okay. So, Legendärwechsel. Das, ich hau das weg hier. Noch das Springmesser. Noch ein Hammer. So. Fünfziger Patronen. Die Rüstungen können wir zerlegen. Einiges zerlegen. Ist aber nicht viel gebracht. So, und dann können wir den Schrott doch gleich hier noch wegpacken. Okay. Dem können wir handeln. Bürger, ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Würden wir zum Beispiel Psycho verkaufen. Bringt uns aber nicht viel. Wir müssen eigentlich ja unsere Skillung hier haben, ja. Zweite Skillung mal machen. Okay, aber wir wollen zu dieser Hütte mal hin. Gucken uns die noch an. Dann wird es vielleicht mit dem Honig heute nichts, aber es ist eine tägliche Quest, die kann man immer wieder machen. So, hier nach Nordwesten. Irgendwie nach oben. Hier noch ein Holoband hier legen? Nee, nee, das hat nur so komisch geleuchtet.
Da hinten soll was sein. Die Hütte des Schürfers. Noch höher. Jetzt ist es aber schon mal nicht mehr so wieder so vergiftet. Eigentlich, wo das hierher kommt. So gucke. Ne, nicht wirklich. Ich habe es einfach nur. Wahrscheinlich hat man uns das uns auch schon dreimal erzählt. Hab's immer wieder übersehen. Überhört oder vergessen. Warum das hier so ist. Surly's Hütte. Wir sehen Kerzen. Nicht schon mal so ein Hinweis auf Gotisten. Immer noch was zum Zerlegen. Ach, vom Modifizieren, ja. Oder das Rad hilft, vielleicht nehme ich mit. So, dann gucken wir mal hier rein. Ich glaube nicht, dass das extra ein Ladebereich ist. So, wahrscheinlich wie in dem Dialog. Dann erzähl mal. Kann ich dir helfen? Hast du dich verirrt? Siehst mir nicht nach einem Schürfer aus. Nicht, dass das ein Problem wäre. Wir mögen Fremde. Die sind unterhaltsam. Suche einen Journalisten mit schütterem Haar und Brille. Sein Name ist Jack Hunter. Ah, du gehörst zu diesem Typ. Der ist der Knaller. Ich kenne niemanden, der so feiert und nach so vielen Camps noch stehen kann. Er kam hier rein und hat nach den Blutadlern gefragt. Meine Freunde wussten, wo er sie findet. Sie haben ihn zum Crosshair in den Bergen gebracht. Da soll Little Rob das Sagen haben. Glaub nicht, dass die zurückkommen. Feierst du auch so hart wie dein Kumpel? Ich hab echt krasses Buff-Out. Das wird dich umhauen. Ist echt heftig. Das ist Buffout. Wurde es irgendwie verändert? Ja, und wie? Das knallt viel mehr rein als das normale Zeug. Und zwar ohne fiese Nebenwirkungen. Kostenlose Camps, ich bin dabei. Ja, genau das wollte ich hören. Hier ziehst du rein, das macht sowas von high. Brauchst Na, was passiert da jetzt? Irgendwas? Schlaf gut. In einer Sekunde bist du weg. Was? Das wirkt nicht? Ein Imitat? Tja, da bekommt Little Rob seinen Teil auf die harte Tour. Dann auf die harte Tour. Okay. Willst du uns einfach angreifen hier? Das ist ja frech. Surly's Notiz. Okay, Surly, du weißt ja, wie das läuft. Wir haben jede Menge versetztes Buffout gebraucht, aber ich glaube, dieser Hunter ist jetzt soweit. Wir bringen ihn zum Crosshair, dann kann Rob entscheiden, was wir mit ihm machen. Vielleicht wird er ja unser Hofnarr. Scheint ein lustiger Typ zu sein. Wäre eine Verschwendung, jemanden zu verspeisen, der so dürr ist. Und war hier schon wieder reingeraten. So, das ist hier gleich in der Nähe. So, gucken wir da hin.
Was aber cool ist, ich glaube, das gab es nicht so richtig. Wenn das hier stimmt mit diesen Regenwolken. Und diese Wolken sehen halt schon ganz cool aus. Ob es halt wirklich regnet, das müssen wir mal testen. Aber ich glaube schon. Und das sind die Effekte, die wir bei Fallout 4 nicht hatten. Wir haben uns gut angeschlichen. Nein! Boah, was? Was soll man die da haben? Metallrüstung, ist ja gerade eine Metallrüstung abgeflogen. Kurzläufige mitnehmen. Nur warum versteckst du dich? Ich dachte, wir sind Freunde. Ach komm. Dann, wieder eine Stufe aufgestiegen. Marinerüstung, linkes Bein. Aha. Raketenwerfer, zerlegen alles. Es wiegt alles wieder viel zu viel. Ich es nicht nehmen? Keine Ahnung. So, wieder kurzer Lauf haben wir gefunden. So. Leichtbau haben wir gefunden. Raketenwerfer. Leider nicht. Nichts freigeschaltet. Wird da wieder was. Und ein Skillpaket haben wir gefunden. Haben wir bekommen für Stufe 80. Bogen raus. Granate. Achtung, Granate kommen wir auf. Wir hatten Geheimagent. Und Action Boy. Ein Sieb bat eine Pfanne um ein Date. Drauf die Pfanne. Bist du noch ganz dicht? Witze wären auf jeden Fall nicht besser. Jagdgewehr haben wir hier noch. Was zum Hören? Blutadlerspur? Keine Ahnung, wer es schon kennt. Zertrampelt die Schwachen mit unseren Füßen! Seid bereit für Krieg! Badet im Blut! Blutadler! Keine Angst! Blutadler, weil du es kannst! Ja, glaube ich, haben wir schon mal gehört. Wasser. Perfekt, haben wir so abgeschlossen. Nochmal einen Rang erreicht. Little Ruffs Versteck. Gucken wir mal rein. Hier die Blutadler.
spüre es. Da ist was in der Nähe. Mal hier. Oh, wie viele das sind. Das tut so schön weh. Meine Augen. Ach Gott. Hallo, hallo, Asako, schön, dass du angeschaltet hast. Du bist ja ganz schön fleißig die letzten Tage. Ja, haben wir ein bisschen was geschafft, ein bisschen. Naja, Fallout ist ja gerade groß im Bunde, ne, durch die Serie. Ja, Lorena hatte schon nach dir gefragt. Hatte schon die Befürchtung, dass du dich nicht mehr Fallout interessierst. Wie gesagt, da muss ich vielleicht gleich nochmal Layers of Fear dazwischen schieben, damit Asako vielleicht zurückkehrt. Oh, hier ist eine Papiertüte. Die was gesammelt? Was war denn hier? Wieso liegen hier Gleise? Überraschungen. Wie ein Raum voller ermordeter Raider. Okay. So eine Powerrüstung. Eine Notiz. Tagebuch Höhle des Löwen. Irgendwie habe ich es geschafft, genau da zu sein, wo ich sein will. Lebendig in der Höhle des Löwen, umgeben vom Schlimmsten, was die Menschheit anzubieten hat. Sie sehen mich als Preis an, als Konvertiten, dem es herumzukriegen gilt. Für sie bin ich ein Witz, eine Ablenkung. Allerdings ist ihnen nicht klar, dass sie ebenfalls Ziele sind. Ich werde mich nicht als Jäger bezeichnen, so ein Gedanke wäre Unsinn allererster Güte. Ich bin ihnen völlig ausgeliefert und hege keine Illusion dahingehend, dass sie mir zu jeder Gelegenheit das Lebenslicht auspusten können. Es ändert aber nichts daran, dass ich hier sein will und je weniger bedrohlich ich auf sie wirke, desto besser. Sich gut mit der Bande zu stellen, heißt sich gut mit ihrem Boss zu stellen. Und der ist der wahre Schatz in diesen Hügeln. Was zum Himmel ist hier passiert? Ich war mit Firefox, ich sei zu sehr beschäftigt, da konnte ich keinen Stream nebenher schauen. So, ja, ich hab's gesehen, du hast übelst viel Path of Exile gespielt. Hatte ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, aber ich gelesen, von wegen. Ah, wie war der Spruch? Irgendwie Diablo 4 unterfordert die Leute, beleidigt irgendwie deine Intelligenz und für Path of Exile oder so braucht man einen Doktor oder so, weil es so kompliziert ist. Path of Exile nur mal kurz, aber mal reingeguckt. Gerne den nicht so ganz so viel abzugewinnen. Ach genau, und bei Last Epoch oder wie das andere ist, was du gespielt hattest, das war glaube ich dazwischen. Zwischen diesen beiden. Bubenhauer-Handschuhe. Was zum Himmel ist hier passiert? Oh, was wundert denn da herum? Was ist passiert? Was hast du getan? Ich bin hier, um dich zu retten. Ich habe die ganze Blutader getötet. Gern geschehen. Wie bitte? Du Psycho! Meine ganzen Interviewpartner sind tot. Was soll ich jetzt tun? Arbeitest du für die Familie? Ich habe meine Schulden bezahlt. Ist es Buttercup? Der will mich fertig machen, stimmt's? Was zum Teufel ist ein Buttercup? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Ein Mann namens Oscar Gonzales. Er sagt, du wärst ein Freund in Not. Er wollte dein Lebenszeichen. Oscar? Natürlich. Aber ich habe ihm doch mein Holoband geschickt. War klar. Wahrscheinlich ist er wieder voll auf Psycho. Okay, jetzt verstehe ich es. Aber ich kann nicht ohne meinen Artikel gehen. Ich will Little Rob interviewen. Und das werde ich auch tun. Du hast die Hälfte meines Artikels getötet. Also solltest du auch mitkommen. Bei den ganzen Camps, die ich in der Latrine genommen habe, brauche ich eh Hilfe. Mach das. Ich schick dir dann ein Lebenszeichen.
Ja, ich denke, es ist das Mindeste, was ich tun kann. Das dürfte lustig werden. Dass mir die Notiz nicht einfach sofort geben. Du bist gerade high. Ist auch total zusammenhängt. Warte ab. Auf jeden Fall kurze Antworten. Warum hast du einen Haufen Camps genommen, wenn du einen Blutadler Kriegsherrn interviewen solltest? Würdest du nicht auch lieber high sein, bevor du dich einem größten wahnsinnigen, massenmordenden Kultanführer stellst? Nein, natürlich nicht. Du machst das ständig, oder? Tja, wir gewöhnlichen Menschen müssen uns für sowas ein bisschen Mut andröhnen. Außerdem sorgt es für die richtige Einstellung. Rob und ich haben viel mehr gemeinsam, wenn wir beide voll sind wie Strandhaubitzen. Alles klar. Aber noch kannst du mir diese... Das dürfte lustig werden. Du hast die richtige Einstellung für diesen Job. Die Camps, die ich genommen habe, sind ziemlich stark. Das Reden musst du vielleicht übernehmen. Oder eher auf jeden Fall. Außerdem hat Little Rob eine ziemlich kurze Zündschnur. Kampflustig ist er. Er rastet bei der kleinsten Beleidigung so richtig aus. Pass also auf, was du sagst, sonst musst du mit ihm machen, was du mit seinen Schergen gemacht hast. Und ich habe keinen Artikel. Aber damit befassen wir uns dann später. Es wird Zeit zu gehen. Okay. Nico hat noch eingeschaltet. Schreibt Ü oder so. Das ist eine Art der Begrüßung. Hallo. Und also hat gesagt, ich persönlich finde von den drei Spielen aktuell Last Epoch am besten. Meine Freunde spielen allerdings Perfect Sight und ich kenne sich mit dem Spiel mehr als gut aus. Daher zotte ich jetzt ihn hinterher. Okay. Ja, naja, die Welt, mit der den... Oh, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist von den Top-Down... RPGs oder so, bin ich nie so richtig warm geworden. Wenn das nicht unser Ehrengast ist, hast du mich mit dem ganzen Aufruhr aufgeweckt. Niemand Besonderes, Rob. Bloß meine helfende Hand. Und wie immer zu spät dran. Ja, ich komme gleich hier. Muss ein paar Sachen noch zerlegen. Kreuzen wir ihn nicht zu sehr. Interview Little Rob. Aber ist er alleine? Wenn er sich jetzt hier, wenn er Ärger macht? Ich dachte, nach meinem Schönheitsschlaf interviewst du mich allein. Und jetzt werde ich so überrumpelt. Das mag ich nicht. Und das finde ich ganz schön verdächtig, Jack. Und du weißt, wie ich dann werde. Aber Hackenslay... Kein Grund für Misstrauen. Wir sind hier alle Freunde. Denk ans Pokern. Denk an die Camps. Stimmt. Freunde. Die Camps waren nicht übel. Genau, Freunde. Also ziehen wir jetzt dieses Interview durch, bevor ich völlig abhebe. Die erste Frage lautet... hilf mir mal. Wie war noch die erste Frage? Erzähl mir von deinem brutalen Aufstieg an die Macht. Was macht aus einem netten Kerl wie dir einen brutalen Psychopathen? Warum nennt man dich Little Rob? Stimmt. Ich wollte immer schon wissen, was so little ist an Little Rob. Ich bin alles andere als klein. Das ist ja der Witz daran. Ist ziemlich raffiniert. Also verstehe ich, wenn du es nicht gleich kapierst. Mein Vater hat mir immer Geschichten von diesem Robin und seinem Kumpel John erzählt. Dave Little. Obwohl er groß war. Und da ich auch groß bin, passt das irgendwie. Gut, gut, es läuft. Nächste Frage. Wie war die noch? Ist es an der Spitze auch mal einsam? Halten sich Blutadler an irgendwelche Leitlinien? Ihr rekrutiert ihr neue Mitglieder. Hast du manchmal das Gefühl, dass das Leben aus mehr besteht, als eine Unschuldige abzuschlachten? Hey, ich weiß, was du vorhast. Ich soll vor den Lesern schlecht dastehen. Glaubst du etwa, ich würde euch nicht abschlachten wie die Unschuldigen? Hey, Moment. Kein Grund zur Gewalt. Halt dich da raus, Jack.
Lass deine helfende Hand dafür gerade stehen. Ah, okay. Glück. Bitte, ich will dich nicht beleidigen. Ich bin einfach nur dumm. Oder schlechte Wortwahl, in dir scheint einfach mehr zu stecken, als die Öffentlichkeit vielleicht erwartet. Klingt sogar ein bisschen cleverer. Aber natürlich, wir Adler sind nicht alle Barbaren. Ich bin ziemlich kultiviert, weißt du? Das war knapp, aber wir leben noch. Zumindest fürs Erste. Jetzt die letzte Frage. Der große Kracher. Nein, nein. Darum muss ich mich selbst kümmern. Ich muss. Der Strom des Schicksals hat mir allein die Sache anvertraut. Ungeachtet meines kognitiven Zustands, Little Rob. Wenn deine Seele dich aus dem Spiegel des Kosmos anblickt, schwarz von der Gewalt ihrer bloßen Existenz, dann fragt sie, was sollte das alles? Was antwortest du dann? Was? Er will wissen, was sich dazu bringt, weiter das Leben eines Blutadlerkriegs anzuführen. Er fragt dich, wie du mit deinen grässlichen Entscheidungen lebst. Ich glaube, er wüsste gern, wie du dein Barbecue magst. Sieh mich nicht an, ich bin genauso verwirrt. Ja, nehmen wir mal. Ach, nehmen wir es mit dem Barbecue. Ich glaube, er wüsste gern, wie du dein Barbecue magst. Oh, ist das alles? Ich dachte, du lässt dir was Ausgefalleneres einfallen. Ich mag mein Brahmin Steak halb durch. Am liebsten gegrillt über dem offenen Feuer einer Mülltonne. Dazu noch etwas Rätrattensoße. So schmeckt das. Die sanfte Seite des Little Rob ist enthüllt. Ja, genau darauf war ich aus. Gute Arbeit. Nun, damit wäre unser Interview beendet. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Rob, du warst einfach ein wunderbarer Gastgeber. Falls wir uns irgendwann mal wiedersehen, heb was von dem Buff-Out für mich auf. Und du, du warst mir die beste Hilfe, die man sich wünschen kann. Geh zurück zu Oscar. Diese Notiz beweist, dass ich in Sicherheit bin, aber ich verschwinde. Wir beide sollten untertauchen nach dem, was wir erlebt haben. Keine Sorge, sobald er es erfährt, kommt er zu unserem Treffpunkt. Du kannst dir also sicher sein, dass ich irgendwann auf ihn treffen werde. Wie lange dauert das? Danke, viel Glück da draußen, endlich. Was man für Kuchen alles tut. Was wir erlebt haben, solltest du vielleicht gegenüber Little Rob nicht erwähnen. Treffpunkt, wo ist der? Weit entfernt von hier. Und du kannst lange darauf warten, dass ich dir sage, wo. Nicht nach dem, was ich wegen dir erleben musste. Wir sind fertig. Okay, danke. Viel Glück da draußen. Das Glück war mir noch nie hold. Deine guten Wünsche sind aber trotzdem willkommen. Weißt du, trotz allem muss ich zugeben, dass ich unsere zufällige Begegnung heute nicht vergessen werde. Eine Reise in eine dunkle Höhle, eine Begegnung mit einem mordlustigen Psycho, nein, mit zwei sogar. Das gibt einen Artikel. Demnächst in der Zeitung zu lesen. Leb wohl. Okay. Wollen wir mit ihm noch was reden? Little Rob. Hast du mir was zu sagen? Sieh genau hin. Nochmal siehst du das nicht. Bin doch nicht so little, was? Sieh genau hin. Nochmal siehst du das nicht. Wir sind fertig. Bevor ich wütend werde. Alles klar, gehen wir mal. Hier rein oder da rein? In beide Wege. Einfach ein eingestürzter Minenschacht oder sowas? Genau. So eine Geige. Hat sich doch eben bewegt, oder? Der Grubenhauer. Oh, dann können wir doch theoretisch. Hä?
Ach, hier war eine Falle. Da sind wir mal schön drüber gelaufen. Dann können wir doch theoretisch mit Oscar im Crater sprechen. Und unsere Kronkorken kassieren. Ist draußen gerade Tag? Hier unten verliert man leicht das Zeitgefühl. Ich habe meine eigenen. Er sieht nicht so aus, als würde er so sprechen, aber gut. Mann, dann Oscar, ich kann nicht länger warten. Weißt du jetzt, was mit Jack passiert ist? Jack, geht es gut. Die Sache lief aus dem Ruder, aber jetzt ist er sicher. Hier ist seine Notiz als Beweis. Ich habe deinen verrückten Freund gefunden, er lebt noch, kommt, aber nicht zurück. Er hat mir diese Notiz gegeben. Nehmen wir das erste. Dieser verdammte Treffpunkt? Was soll das heißen? Meint er etwa, wie soll ich da bitte hinkommen? Hey, pass auf, das ist nicht mehr dein Problem. Solange er sicher ist und sich dort treffen will, ist alles andere egal. Hier ist die versprochene Belohnung. Jetzt muss ich mir selbst aus der Patsche helfen. Dieser Dreckskerl. Bauplan, Bautechnikerrüstung. Ja, dann war das doch noch von dieser Season, oder? Müssen wir uns nochmal diese Bautechniker-Sachen angucken. Okay. Ich würde aber sagen, wir gucken uns vor allen Dingen nächstes Mal Regent der Toten an. Das klingt doch nach einer angenehmen Aufgabe. Fabio Mondadori sucht nach jemandem, der mit der Waffe Arbeit für ihn erledigt. Ich soll zu Quentino gehen und herausfinden, ob ich dafür geeignet bin. Alles klar. Aber für heute würde ich sagen, haben wir es erstmal geschafft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein paar Nebenquests erledigt, sind ein bisschen an die Promenade gegangen. Nicht zu spektakulär, aber doch nette kleine Geschichten. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Und ja, dann sehen wir uns demnächst wieder bei Fallout 76 beim oder mit dem Nerozoot. Habt noch eine finstere Nacht.